Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Story von Ventus abgeschlossen. Und wie schon angekündigt, werden wir uns jetzt um Aquas Story kümmern. Der Charakter, den man eigentlich als letztes spielen sollte. Und ja, ich werde wahrscheinlich einen etwas längeren Part heute aufnehmen, weil wir werden die Anfangssequenzen, die glaube ich so ein bisschen doppelt sind von dem, was wir bei Ventus gesehen haben, nicht überspringen und direkt die erste Welt dann auch noch machen. Also könnte halt so ein bisschen länger dauern, so 40 Minuten vielleicht, aber das ist egal. Wir springen jetzt einfach in die Geschichte von Aqua rein. Entscheidest du dich für Aqua? Warte mal, haben wir überhaupt gelesen, was da steht? Eine fürsorgliche Jugendliche mit starken Gerechtigkeitssinn, leichtfüßig und magisch begabt. Im Gegensatz zu Ventus, welcher mehr so flink und wendig war, wie es hier beschrieben ist. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall, weil Aqua ist auf jeden Fall mein Lieblingscharakter im Spiel. Also nicht allgemein gesagt Kingdom Hearts, das ist immer noch Sigma bzw. Break. Und ja, der Name hat man glaube ich noch gar nicht gesagt, verdammt. Egal, aber von den spielbaren Charakteren ist auf jeden Fall Aqua mein Lieblingscharakter und deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Wir beginnen dann direkt. Falls euch übrigens der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und den Kanal weiterhelfen könnt. Und dann sagen wir, fangen an. Hoffentlich schaffen wir halt wieder so in 12 Parts oder so. Das wäre natürlich optimal. Wesentlich kürzer, als ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber ist auch gut so, weil ich will alles noch vor 2.8 Kingdom Hearts 2.8 schaffen. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, aber trotzdem. Wenn wir Aqua Story bis dahin schon mal abgeschlossen haben, wäre schon mal nicht schlecht. Und ja, die Szenen kennen wir alle schon. Das sind die exakt gleichen wie bei Ventus. Bei Terra ist halt übrigens auch am Anfang genau gleich. Ist auf ein paar Unterschiede. Deswegen werde ich auch ein bisschen so hier rüber reden, weil ja, wenn ihr alles nochmal sehen wollt, dann könnt ihr in den zweiten Part reinschauen. Wir wissen ja schon, was hier genau passiert, was das Ergebnis sein wird und so. Did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short. Hi, ich bin auf jeden Fall nicht der Böse, ob ich dieses Spiels. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin. Ich hatte überhaupt schon gesagt, man hat die Wahl am Anfang im Prolog, sag ich mal, oder Tutorial zu überspringen. Das habe ich natürlich gemacht. Deswegen haben wir uns in diesem komischen, ja, Kreismenü hier wieder gefunden, wo wir Charakter auswählen konnten. Weil das muss man nicht nochmal sehen. Also habe ich direkt von da angefangen. Don't worry about me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He can take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Van. So, blöde ist jetzt natürlich, dass die Kamera wieder umgedreht ist. Jedes Mal, wenn man einen Charakter neu anfängt. Und das ist sehr doof. Drückt nach links und die Kamera schwenkt nach rechts. Das ist für mich so ungewohnt. Vor allem jedes Kingdom Hearts macht das am Anfang. Ja, ich weiß nicht, was wir schon für Kommandos haben. Ich glaube, ja. Wir werden viel Magie einsetzen mit Aqua, weil ihr Magiewert natürlich der höchste ist von den dreien. Ist ja auch sehr viel bessere Magie. Besser hier. Und da sie auch sehr viel mehr und bessere Magie angefallen als die anderen. Also wenn wir hier schon ein bisschen anderen Spielstil sehen mit ihr. Ich kann ja mal zeigen, was sie für ein Dings hat. Multifokus. Zwei Seifenblasen. Boah. Ist gezeichnet, ey.
Ich weiß nicht, wie das so mit den Werten, so HP und so was alles ist. Aber wir haben erst Magika erlernt und die maximale LP sind gestiegen. Ich glaube, sie hat ein bisschen mehr AP als Ventus. Das werde ich jetzt nicht nochmal erklären. Also man setzt bestimmte Angriffe ein und wechselt dann in verschiedenen Formen im Kampf. Will ich jetzt nicht nochmal alles erklären. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Was wäre nett gewesen, wer ist, wenn man begin. Den Kampf auch spielen könnte, aber leider ist das nicht der Fall. Bisschen schade, finde ich das. Ich frage mich schon von Anfang an, was von Terra kommt. Diese Dunkelheit oder ob da sehr noch ein bisschen mitgeholfen hat. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness, where did it come from? Ja, war es Seon oder kommt das von Terra? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. Hello, Vanitas. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone. Jetzt müsste halt erst der Neue kommen. In dieser Story. And in so much as you are now Keyblade Master, you must always be conscious of Glockenschläger. What is that? Glocken. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Very well, then. I will send my pupils to investigate. Yes, I understand. Farewell. That was my dear old friend Yen Sid. As you know, he is master no more. But he still keeps a close eye on the tides of light and darkness. His counsel serves as signposts on the road we wielders of the Keyblade must walk. All the more reason then for concern, for he tells me the princesses of heart are in danger. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat, one that feeds on negativity. Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. As wielders of the Keyblade, you are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unversed are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone?
Ja, wieso? So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the unversed. And find the übrigens das erste Mal, dass wir einen Namen von denen herausbekommen. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Last, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go and fulfill your duty. Yes, Master. Terra, consider this an opportunity, a second chance for you to change my mind. What? You must know, I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you Master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power. An obsession beckons the darkness. Ist voll der Jedi-Meister, ne? You must never forget. Wird er nicht auch von Mark Hamill gesprochen? I swear, I will not fail you again. Oh. Master, I best be on my way. Wait, Aqua. Before you depart, I have one other. Well, call it a request of the utmost priority. Yes? I told Terra this could be a second chance to show the mark of mastery. Was aber nicht. I meant it. Oh, okay. However, that flicker of darkness he displayed during the examination, I can sense it runs very deep. If he were to... If those powers were to prove too much for him to handle, I want you to bring him back to me at once. It's for his own good. He could not bear to lose any of you to the darkness. Of course. I would never let that happen. I promise you I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. Hoffentlich. Wir wissen ja nicht, was mit ihm passiert ist am Ende. Und Ventus Story. Ja, mal gesehen, dass Ventus und Aqua beide ja von Mickey gerettet wurden, mehr oder weniger, glaube ich. Also glaube ich, ich weiß ja, was passiert ist, aber will ja nichts spoilern. Aber was mit Aqua, was mit Terra passiert ist, haben wir nicht so mitbekommen am Ende. Gleich in dieser Story. Da macht sich Terra wieder auf den Weg. Und da macht sich Ventus auf den Weg, oder? Ja, Ventus. Okay. Tschüss. Wait, Ben! No, he mustn't. You have to bring him back. Don't worry, Master. Rüstung aktiviert. Fahrzeug aktiviert. So, erstmal wie ihr Fahrzeug sehen. Ja, es ist mir mehr oder weniger, warum Aqua durch die Gegend gezogen ist. Einfach nur, um Ventus zurückzuholen. Was wussten wir ja, glaube ich, auch im Ventus-Story. Und ja. Machen wir uns mal auf in die erste Welt. Ja, Kommandobrett, das ist so eine Sache. Ja, wir können nur zu diesem Ding als erstes hingehen, okay. Wart im Ventus-Story auch so? Ich weiß es nicht. So, wir gucken mal. Wir haben ja alles neu. Wir müssen Analyse haben, ne? Ja.
Kommandodecks haben wir, glaube ich, noch nichts. Wir haben Eis, Schwertfall und Analyse. Dingens möchte ich gucken. Abschlusskommando. Haben wir auch noch eins. So, aus Magika. Items haben wir. Den Wegfinder, ja, und Regenfall. Welcher, na, sieht schon, Magie ist bei ihr höher. Was wollte ich, ach ja. Nach rechts oder nach links, um die jeweils richtigen. Runter sehen und oben nach hoch sehen, ja. Gut. Machen wir uns auf in dem Palast der Träume. Ja, schon mal anders. Bei Ventus haben wir mit Dinges angefangen, im Zwergenwald. Hier fanden wir bei Cinderella an. Castle of Dreams, Palast der Träume. Ausgezeichnet. So, überrascht euch nicht, wenn ich versuche, hier so ein bisschen durchzurushen im ersten Part, weil ich will halt alles hier in einem Part schaffen. Mademoiselle, Senorita, wait! Aqua! Terra! Ja, schon Terra. Terra, Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Actually, just before I left, he tried to tell me something. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Zaynort? No, but it seems he's looking for pure hearts, filled with light. Pure hearts? Filled with light? All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. Mm. If you see her, give her my thanks. Will do. He'll be all right. He won't give into it. Hoffentlich. Hoffentlich ist dein Vertrauen wirklich so stark wie Terra. So gut, dann schauen wir uns mal hier um. Oh, okay. Das war das erste Mal, ich weiß, ich wiederhole mich. Also von den... Oh, geil. Habe ich schon irgendwas gemeistert von den Sachen? Ja, Schwertfall. Nehmen wir Barrierensturz. Also ein Sturzangriff, der einen schützt auch noch. Oh, geil, was? Und ja. Bei Ventus Story wissen wir zum Beispiel gar nicht, was es mit den Unversierten auf sich hat. Aber am Ende scheint Ventus auch den Namen von diesen Dingern zu kennen. Frage ich mich, oh, woher? Aber naja, wir rollen die Treppen hoch. Oh, geil, bisher noch keine Unversierten, ausgezeichnet. Ich glaube, die Gamer noch nicht so viel Erfahrungspunkte. Und da haben wir den ersten Sticker. Oh, geil, was? Ich weiß gar nicht, wie groß die Level hier ist. Also habe ich halt leider nicht mehr so im Kopf. Und wir haben Donnerwetter. Ich glaube, wir müssen erstmal unser erstes Ding hier hochleveln. So, machen wir ein bisschen schneller. So, einfach nur ganz chillig hier mit den Armen sich abstützen. Ja, Heiltränke, genau. Die werden wir, glaube ich, brauchen. Da wird ein bisschen schwierig. Wir haben noch keinen Vita und so. Der Anfang ist definitiv das Schwierigste von allen Sachen hier im Spiel. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen.
was geht. What? Who are those ladies? Oh, if I recall correctly, that is Lady Tremaine, and those are her daughters. There was something very wrong about them. You came back. Huh? Oh, my apologies. I was mistaken. Your Highness, I found this on the palace stairs. Ja, sie hat blaue Haare. Davon haben viele Leute in dieser Welt wahrscheinlich. And I'll search far and wide to find the maiden to whom this belongs. You will? Of course, Your Highness. After all, you finally found someone whom you wish to marry. Upon hearing that happy news, your father, the king, has decreed that a quest shall begin immediately throughout the kingdom. And I will start with the closest residence, that of Lady Tremaine. Lady Tremaine. I'd better pay her a visit. Alles klar. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Wir müssen zu Cinderellis Häuschen. Ausgezeichnet. Ja, will ja echt kein unversierter nicht loskommen, ehrlich. Wir sind wenig Action hier im ersten Part. Na los. Genau, Ventus Solterra sollte ich hier aufleveln am besten. Das erste sein, was ich mache, wenn Gegner auftauchen. Falls Gegner auftauchen. Jetzt war es noch ein bisschen Stillschweigen hier. Haha! Ventus, erscheine! Gebe mir Kraft. So. So, die Ereignisse scheinen hier zu spielen nach. Nachdem Cinderella ja am Ball war, anscheinend. Deutet jedenfalls so darauf hin. So, ein paar Gegner sollten wir vielleicht für Aero einsetzen. So. Sollten wir vielleicht hier kaputt hauen, auch wenn die nur einen Erfahrungspunkt oder so kriegen. Und deswegen. Ja, Bock. Wir müssen uns hier für Heilkugeln hier sowas von einsammeln, ja. Das ist unsere einzige Heilquelle. Bis jetzt können zwar hier einen Trank oder so ausrüsten, aber ich möchte einige Kommandos hier noch hochleveln. Und das kommt ja schlecht dann. Hi. Thunder Freeze. Wir sind ja noch keine fetten Gegner. So, Ars Magica. Aquas Gegenstück zu Ars Velocitatis von Ventus. Ich glaube, gegen die Gegner hier bringt man nicht viel irgendwie zu kämpfen. Ja, 4 Erfahrungspunkte oder so geben sie nur. Bringt es noch nicht so. Warte mal, Terra einsetzen. Vielleicht ihre Angriffskraft sich da ein bisschen erhöhen. Weiß ich nicht genau. Man kann ja nicht schaden. Ein Double-Up möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, nein, das Ding muss ich auch noch ändern. Ich will, wenn ich nach oben drücke, auch Sturmlauf hier haben. Oh, das ist ein Dicker. Gib mir mehr Erfahrung, bitte. Ach ja. Aqua hat so eine richtig geile Abwehrfähigkeit, die uns Aua erlaubt, von allen Seiten abzuwehren. Das war jetzt nicht Stadtwort. Geh weg! Oh Mann. Bitte Sturmlauf einmal. Oh, warte, geh weg. Ist immer noch nicht tot. Ja, wir sollten einen Heiltrank vielleicht ausrüsten. Weil so wird das nichts. Und dann sollten wir vielleicht einstellen, die Dinger nach oben gehen, ja. So, Heiltrank, ja.
Gott. Ja, die Kämpfe hier bringen es noch nicht so am Anfang. In einer Erfahrungspunkten, die wir hier kriegen. Aber wir müssen da irgendwie leveln. Mit der erste Bosskampf hier, der uns vorsteht. Ganz schön schwer. Ich muss aber sagen, Aqua ist sehr auf Magie abhängig hier. Also ohne Magie bringen wir es hier nicht sehr weit. Aber ja, auf der Terra. Ist nicht wie ein Idiot treffen lassen die ganze Zeit. Aber das bringt gar nichts. Lass dich betäuben, bitte. Lass dich nicht betäuben. Ja, geil. Geh weg. So. Oh mein Gott. Ja, es ist nicht einfach am Anfang. Ein Level Up hätte ich schon gerne. Doch gut ist, wenn wir frecken, dann war jetzt nicht wieder am Anfang. Jetzt haben wir schon ein paar Gegner erledigt. Ja, da bringt ihre Magie noch nicht sehr viel, weil wir ein bisschen brauchen, um die Magie überhaupt einzusetzen. Wir haben noch nicht Magias oder irgendwie sowas. Nützt auch Ares Magica nicht. So. Ja, da haben wir schon gleich ein Level Up, oder? Ja, was. Heiltrank haben wir auch bekommen. Jetzt nicht treffen lassen von dem Typen. So. Auch das bringt nicht so viel. Ich habe Angst hier irgendwie aus dem Dreieck zu rücken. Wir könnten auch so unseren Heiltrank hier verballern, das ist nicht gut. Aber Ars Magica scheint sich sehr schnell füllen. Der Abschussangriff. Magie gestiegen, ja, das ist doch mal was. Wer hätte das gedacht? Ja, guck ich doch mal an. Ich werde jetzt schon abziehen. Ich meine nur Magias und also was. Weil Spoiler, wir werden viel Magie einsetzen mit ihr. Ja, noch mehr. Ja, machen wir lieber grad. Gut ist, wenn wir ein bisschen stärker werden, wenn die Gegner auch schneller erledigt. Gott. Noch mehr, ehrlich. So was nochmal mit Terra. Oh, lässt sich mal betäuben, ausgezeichnet. Na schon, nein. Bis dann. Auf. Bringt es leider nicht so. Ja, wie gesagt, der Part wird ein bisschen länger, tut mir leid. Wir können auch jetzt schon direkt hier zum Ausgang gehen, sag ich mal. Oh Gott. Was, Magica, komm her. Oh. Da wird. Also mich ein bisschen zu beeilen jetzt. Und ab, Magica. Mein Gott. Echt das Minimum hier abziehen. Weil da haben wir einen Speicherpunkt, da kann man so ein bisschen heilen.
glaube, aufgelevelt haben wir ja noch nichts, ne? Sollen wir fehlen? Leute, geh weg. Und Ars Magica. Jetzt kann ich wodurch bald machen. Magiekommando nehme ich mal an. Und ich welche. So. Blitz, Stufe 2, ausgezeichnete. Oh, hier war nichts, ne? So, ich habe noch Ars Magica. Komm schon. Ich elektrisiere euch. Komm her. Oh, wieder erstmal. Ich glaube, das müssen wir irgendwie einsetzen, um neue Abschlusskommandos zu bekommen. Dann sind wir schon mal gut drin. Ne? So, next, okay. Nix. Du, komm her. Tanz mit mir, Mann. Akka will auch im Ball gehen. Abwehr gestiegen. Okay. Keine Angriffskraft, leider. Schade. Oh, komm mal, glaube ich, noch nicht dran, oder? Sie springt extrem niedrig. Ich glaube, wir haben genug Gegner hier kaputt geknüppelt. Ja, warte mal, wenn wir vielleicht hier drauf gehen. Können wir gar nicht. Oh, hi. Gut, dann weiter. Auf dem Weg. Wurf. Wir machen uns auf hier. Wir werden erstmal noch in ein paar schaffen. Hier ist kein Schatz. Das ist mir egal, ihr seid neu. Ja. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Wie viele Gegner hier nur sind, ey. Und ja. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Speicherpunkt. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh Gott. Hast du davon, wenn du nebenbei eine Schatztruhe aufsammeln willst, ne? Oh Gott. Vita gibt es, glaube ich, noch nicht zu kaufen, ne? Dreck. Barriere, Ratschlag. Bald schwimmen wir ja wieder in Geld. Aber bis jetzt immer noch ein bisschen warten. Ich glaube, da ist irgendwas Gutes. Ja. Ha! Doink. Magieformel. Oh. Besser Kommandos herstellen, glaube ich, weiß ich nicht. Ich meine ja. Gut, nur zu Cinderellis Haus. You honor our humble home, my lord. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait. Mit denen in den Tannen. It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light? Strong rays of sun. Ja, wir sehen ja, wo er den letzten Part hingeführt hat, ne? Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty. Qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join Little Jack and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help Jack. Come back and see me when you're ready. Ich bin immer bereit. Komm her. Come at me, sis. Fairy Godmother.
Baby, die Body Boom, Motherfuckers. What? Okay. Ja, verwandel mich. Bitte was? Warte mal, was? Ja. Ich glaube, wir werden jetzt auch geschrumpft, ne? Sollen wir hier dieser Horrormaus helfen, die mir irgendwie Albträume einjagt? Are you okay? Rinderelli, step muddy lock her in a room. Gotta let her out. Gotta save Rinderelli. Let me help you. Ich hab da so einen Schlüssel. Oh, that's not like Ben Vance. You ever meet a Ben? I'm Aqua. But tell me how you know about Ben. Us a friend. Good friend. Ben Van Hepperjack fix a Flinderelli to mess. And where is he now? Look up a friend. Other friend. I see. Then you must have just missed Terra. I can't understand why. It always fit perfectly before. Quite enough of this. The next young lady, please. Udo, hear that? Gotta flurry. Flinderelli gotta try that flipper. Come on, flurry. Oh, no. No. I said gotta flurry. It's all right. Leave this to me. Jack, don't lose that key. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie einen Schlüssel und könnten alles aufschließen. Gdui. Oh, Mann. Leite Jacques sicher bis zum Mauseloch. Beschütze ihn mit Viereck und schlag mit XO. Das passt auch gleich wie mit Schneewittchen am Anfang. Finger weg von dem. Finger weg. Ist da irgendwelche Schätze oder so? Ich glaube ja eher nicht, ne? Bustard. Oh Gott. Oh, hat mich das geschützt? Finger weg von dem. Was ist das? Oh mein Gott, ehrlich? Soll ich euch auf den Arm nehmen? Neuer Versuch, meine Güte. Warum kommen die fetten Typen, ne? Ich darf doch einfach nicht wahr sein. Finger weg von dem. Mein Gott. So, von der. Alle beide. Wer geht jetzt wieder auf den los, die Blöd? Warte, wo sind die Fetten noch einmal? So, nice, Level 3 ausgezeichnet. Vielleicht mal Neues herstellen, weil. Ja, sind die fetten Typen nicht aufgetaucht? Will ich mich auf den Arm nehmen? So. Mehr. Oh, passt ja nicht an. Los, lauf! Lauf! Ziel! Donnerschlag! Ab Donnerschlag ist. Ach ja, da war ein Dings, ein Stil, ne? Kommando-Stil. Kommando-Format, weiß ich.
Okay, gern geschehen. Oh, der Part wird ganz schön länger, als ich gedacht hätte. Ich doch die Szene am Anfang skippen sollen. Oder so. There's no one else, Your Grace. Come on, hurry, Jack. Nein, hier geblieben. Hi. Oh, would it be all right if I tried on the glass slipper? I met you at the palace. Unfortunately, you are not the young lady the prince is looking for. But I am a girl. I should at least be given a chance to try it on. Who are you? And what are you doing in my house? She's probably here to rob us. Mother, do something! That girl does not live here. I have only two daughters. I believe we're finished here, Your Grace. Regardless, she means no harm. Here you are, my dear. Jack, hurry. Was passiert, wenn ihr wirklich der Schuh passt? Please wait. May I try it on? Pay no attention to her. She's just an imaginative child. Madam, my orders were every maiden. You should let her go first. Thank you. Hey, wo der Stuhl her? I actually want to thank you for teaching Tara he needs to keep believing. Oh man. What will I do? Please don't worry. You see, I have the other slipper. Okay. Perfect fit. I must so inform ein the prince immediately. You will come with me, of course. I'd be happy to. It's not fair. She's a scullery maid. Mother, are you just going to let them leave? No. Cinderella will be put in her place. Hallo, Malefiz. Ja, das habe ich vorher nie gewusst, dass die gleichen Stimmen haben. Aber ja. Macht irgendwie Sinn. What's that? Das war ein Schrei. What happened? Hast du wie so ein Mädchen geschrien? She was attacked by a creature, a monster in the forest. A monster? Oh Mann. Okay. Irgendwelche anderen Dinger. Komm mal, geh. Gib mir Feuer oder irgendwie sowas. So nicht. Gib mir jetzt noch ein Eis. Hatte noch Hunger auf ein Eis. Oh. Dabei weiß ich so ein ganz kleines bisschen, wie man einige bestimmte Kommandos herstellt. Oder einige Fertigkeiten. Brauche ich viele doppelte Sachen. Mal schauen. Ja. This is what happens when you go against my wishes. Oh, wie brutal. Sicher, ich meine eher, die sind gestorben wegen dieser Kürbisbombe, aber okay.
Da ist ein riesiger Kürbis, den machen wir alle. Vielleicht zwei Eis ausrüsten sollen, weil Blitz wird, glaube ich, nicht so gut sein gegen das Viech. Soll ich das Viech treffen? Na gut. Wir sehen den unversierten. Block seine Angriffe. Mit Fierk. So, fangen wir damit an. Oh Gott. Ja, okay, ist gut, danke. Jetzt schon auf die Schnauze. Kann doch nicht wahr sein. War sehr gut. Okay, er hat ja auch gesagt. Dingsbomb. Ah, der hat ja nur einen Balken jetzt gerade. Oh Gott. Nein, nicht noch mehr kleinere Gegner. Kommt jetzt gar nicht gut rüber. Cool, ja, doch, gibt eine Heilung. Ist doch gut rüber. Oh, und er gibt mir Ars Magica, danke. Waldfirk, drücken, Mann. Aua. Voll gebitch-slapped, Mann. Was soll denn das? Na, versuchen wir gleich nochmal. Ja, mit Aqua ist am Anfang ein bisschen schwierig. Ich glaube, mit Terra ist noch schwieriger. Auf damit. So, ich weiß jetzt, wie dein Angriff aussieht. Nicht. Aua. Oh ja. Oh. Mal weg von mich, bitte. Links also jetzt merkt gerade. Was fresst das? Was soll die anderen wurden gar nicht angegriffen? Eigentlich nicht da. Egal, ah, es mag ich kaum. Was ist das? Komm her. Ich bin so ein Angriff hier abgebrochen, ey. Hoch, hoch. Hier ist gut. Auf damit, bitte. Hoch. So. Ein bisschen Schock geben muss schon sein, ne? War schon ein Schlag, stimmt. Muss halt. Glück habe, reicht das hier, um nicht zu erledigen. Hier noch 14. Du bist Seifblasen. Eigentlich nicht dich treffen, aber okay. Nein! Aus da! Ja, komm schon. Jetzt noch ein Eis. Nein. Aber jetzt. Ha. Ja. Okay, nach dieser Aufnahme werde ich auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Weil sie bringt es noch nicht so am Anfang. Aber da kann man ja was machen gegen. Ja, was mir gefällt, so einen langen Part hier zu machen, aber okay. Pure heart filled with light? It's strange. The master taught me darkness needs to be destroyed. But how, if not with light? Oh, my dear, you're too young to know. Experience more things, and you'll find the answer. Just trust in your dreams. Hm.
Na, dann ist halt gut. Ja, Cinderelli und Punkt Mitternacht. Ein anderes Schlüsselschwert als, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist mehr Magie ausgelegt, was sogar noch besser wäre hier. Gut. Ja, war das jetzt ganz schön lange gedauert, aber wir haben es geschafft und ja, nächsten Parts werden so um die 30 Minuten nur lang sein. Also ich hätte gedacht, das ist Standard, falls ihr jetzt das eingeschaltet habt. Und ja, dann ohne Zeit zu verlieren sagen, ich bin den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.